Wie ist sie? Und gibt euch. Hey Leute, ich habe heute mal ein Video für euch, was ich noch nie abgedreht habe. Und zwar gibt es heute mal ein Favoritenvideo. Und da ich meine Favoriten ja wirklich lange benutze und auch immer wieder nachkaufe, dachte ich, ich mache einfach ein Jahresfavoritenvideo. Weil wenn ich etwas als Favorit habe, dann nicht nur einen Monat, sondern eine ganze Langeweile. Und dann fangen wir einfach mal an mit dem ersten Thema. An Serien habe ich dieses Jahr wirklich viel gebinge-watched, viel gesuchtet. Weil ich dieses Jahr einfach so viele Serien gesehen habe, die so mich komplett eingenommen haben. Unter anderem zählt dazu Fringe. Ja, diese Serie ist schon etwas älter, glaube ich. Aber es ist halt genau das, was mich interessiert. So Sci-Fi, Monster, Paralleluniversum. Dann Attack on Titan. Dieser Anime ist der pure Wahnsinn. Ich frage mich, wie man sich sowas ausdenken kann. Es ist der Wahnsinn. Und es reißt einen so mit. Wirklich, das ist einfach der pure Hammer. Steht ja auch so auf Levi. Dann eine Serie, die ich vor einem Monat erst geguckt habe. Komplett. Weil, also, wenn ich eine Serie gucke, dann unter einer Staffel geht da nichts am Tag. Avatar, Herr der Elemente. Eine der schönsten Serien meiner Kindheit, eine der lehrreichsten Serien meiner Kindheit und eine, die mich irgendwie nie wirklich loslässt. Egal wie lange es her ist, dass ich sie geguckt habe, ich trage sie irgendwie immer im Herzen. Und als die Serie dann vorbei war, die finale Folge, die finalen Folgen, dieses Staffelende, was einfach, es gibt kein epischeres Staffelende, es geht einfach gar nicht, das noch zu übertreffen. Da war ich dann den nächsten Tag total wehmütig, bin auf Arbeit gegangen und dachte mir so, ich will jetzt meditieren und spazieren gehen. Ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass es schon vorbei war. Und dann habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich hatte einfach noch nicht genug von Avatar und habe angefangen, mir die Legende von Korra anzugucken. Also, ich habe schon davon gehört, von Legend of Korra, habe Trailer gesehen und habe es echt nur bis zur dritten Folge ausgehalten. Danach musste ich abschalten. Ich hab mich wirklich gezwungen, weiter zu gucken, weil ich dachte, okay, komm bitte, es wird noch gut. Ich gebe die Hoffnung nicht ab, es wird noch gut. Aber mit diese Serie wurde Avatar Herr der Elemente so in den Dreck gezogen. Wirklich. Es war viel zu modern. Es war einfach nichts mehr ernst gemeint. Es war einfach komplett oberflächlich. Und nee. Also ich kann mit Legend of Korra wirklich nichts anfangen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Oder ob ihr irgendwas an der Serie findet. Wenn, dann kann ich euch zwar nicht verstehen, aber bitte erklärt mir, was ihr daran toll findet. Ich kann es nicht verstehen. Und eine Serie, in der ich zurzeit wirklich richtig, richtig gefangen bin, Stranger Things. Oh, diese Serie ist einfach der Wahnsinn. Wirklich, ich gucke die immer abends an meinem Laptop und muss eigentlich schlafen gehen. Denke mir so, ja, jetzt hast du noch 8 Stunden Zeit zum Schlafen. Und dann dieses Ende, also von jeder Folge ein Ende, wo ich mir denke, ich kann noch nicht schlafen gehen. Nein, nein. Okay, kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik. In Sachen Musik habe ich dieses Jahr nicht so viel an mich rangelassen. Es gab ein paar Lieder, die haben mir gefallen, von Selena Gomez, von Melanie Martinez. Aber das Genre, dem ich treu bleibe und wo ich es auch immer feiere, ist Death Metal. Und wenn ihr Death Metal mögt, dann hört euch Deserted 4 an. Also ich habe sie 2015 das erste Mal auf dem Partisan gesehen, seitdem habe ich sie immer mehr angehört und mittlerweile ist sie meine Lieblingsband geworden, Deserted 4. Ja, Deserted 4 haben Five Finger Death Punch abgelöst, was für eine Wendung. Und wenn ihr euch Deserted 4 anhört, dann hört euch unbedingt Field of Death an, The Path of Sorrow, Bury Your Death. Diese Lieder müsst ihr euch unbedingt anhören und allgemein das neue Album, da sind echt nur geile Lieder drauf. Wirklich, die Lieder sind ergreifend, sie sind tiefgründig.
Deserted 4 ist geil. In Sachen Lesen. Ein Buch, was ich bestimmt schon dreimal gelesen habe und jetzt schon wieder lese. Ganz einfach, weil es ein Lebensretter ist. Wenn man dieses Buch liest, wird man sich erstmal wieder klar im Kopf, wie das alles weitergeht und wie man am besten mit seinem Leben zurechtkommt und ganz einfach auch, wie man sein Leben selber gestalten kann, wie man möchte und dass auch alles funktioniert, was man sich vornimmt. Dieses Buch nennt sich The Secret. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal vorgestellt und zurzeit sind auch viele YouTuber auf dieses Buch gekommen und bei ihnen allen funktioniert es. Ich sag nur, Cheng, Mrs. Bella haben alle über dieses Buch geredet, weil es einfach funktioniert. Und ich lese es schon seit Jahren und zurzeit wieder, damit ich mich mal wieder auf die wichtigen Dinge des Lebens besinne und mich darauf besinne, wie ich das alles in den Griff bekomme. Und dieses Buch hilft wirklich sehr. Man wird sich da erstmal klar, was man eigentlich sein ganzes Leben lang falsch gemacht hat und wie man es besser machen kann. Leitsatz, Gedanken werden Dinge. Es gibt auch einen Film. Auf YouTube habe ich allerdings nur die ersten 20 Minuten von dem Film gefunden. Den könnt ihr euch auch angucken, falls ihr lesefaul seid. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, liest dieses Buch und euer Leben wird sich verändern. Es ist einfach so. Echt. So, kommen wir zur Pflege. Und zwar wurde mir letztens ein Produkt zugeschickt und zwar von einer relativ neuen Firma. Diese Firma nennt sich Skinkist. Und dieses Produkt zur Pflege habe ich euch im vorletzten Video schon vorgestellt. Und zwar ist es dieses Gesichtsserum. Und ich habe es einfach schon ein paar Mal benutzt und es ist einfach Wahnsinn. Die Haut wird straff, sie wird babyweich und frei von Makeln. Ich packe euch den Artikel einfach mal in die Infobox und dann könnt ihr gucken und es selber ausprobieren und das ist einfach der Hammer. Vor allem, wenn ihr mit Akne zu kämpfen habt. Und dann habe ich ja am Anfang des Jahres ein komplettes Paket von Triacle Moon gewonnen. Und zwar war da ein Körperpeeling drin, ein Duschgel, eine Bodylotion und eine Handcreme. Und zwar in der Edition Einhornkirsch. Ihr seht, es ist fast alle, das ist das Duschgel. Ja, es riecht super gut. Es pflegt super gut. Und ich liebe es. Und jetzt eine etwas andere Rubrik, und zwar Parfüm. Wie ihr sicherlich in meinem letzten Haul mitbekommen habt, habe ich mir mal was gegönnt. Ich gebe sonst nicht so viel Geld aus, auch wenn es eigentlich ein absolutes Schnäppchen war. Und zwar habe ich mir ein Parfüm gegönnt. Und zwar das Black Opium Flower Shock von Yves Saint Laurent. Und es riecht einfach so gut. Wenn ihr herbe Düfte mögt, die aber irgendwie auch ein bisschen blumig sind, das ist eures. Was mir auch super gut gefällt als Parfüm ist das neue Because of You von Emporio Armani. Mal schauen, ob ich mir das auch irgendwann noch hole. Das riecht so leicht nach Hugo. Und das Männerparfüm dazu, Stronger With You, heißt es, glaube ich. Und das ist auch so geil. Kommen wir zum Make-up, worauf die meisten wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet haben. Das erste, was ich euch wärmstens empfehlen kann, ist die Glam & Doll Mascara von Catrice. Die habe ich ja einmal in Waterproof und in Normal. Sie erwischt jedes Haar, sie macht die Haare lang und voll und wow. Und mega, vor allem auch für den unteren Wimperkranz, einfach der Wahnsinn. Ja, jetzt geht's an die Liquid Lipsticks. Ich weiß, viele sind addicted to it, ich genauso. Zu meinen Favoriten gehören die Meet Matte Hughes von The Balm. Also hier fehlen jetzt ein paar, weil ich die irgendwo in meiner Handtasche liegen habe. Die trocknen matt, wie der Name schon sagt. Perfekt für jeden Alltagslook und sie halten den ganzen Tag. Ja. Und in Sachen Make-up kann ich jetzt auch noch was nennen, und zwar NYX Professional Make-up. Besonders geil finde ich die Liquid Suede Lipstifte. Davon habe ich jetzt zum Beispiel die zwei. Die Cosmic Metals und die Butter Glosses. Diesen hier habe ich heute übrigens auch drauf. Der nennt sich Apple Strudel, also Apfelstrudel. Ich will NYX einfach mal allgemein als Marke nennen, weil ich diese Marke liebe. Es ist meine absolute Lieblingsmarke, ohne Mist. Ist das schwinglich? Es ist mega geil von der Qualität her. Die haben so eine Vielfalt, die haben auch so krasse Farben. Mit denen Make-up kann man einfach super viel kreieren. Und nächstes Jahr schmiede ich auch Pläne mit NYX. Ihr werdet sehen. Mal schauen, ob es funktioniert. Dann in Sachen Highlighter. Mein All-Time-Favorite und nichts übertrifft diesen Favorite.
ist der Mary Luminizer von The Balm. Da. Mein Problem ist nur, dass meine fast alle ist. Also ihr seht, ich mag ihn sehr. Apropos andere Highlighter. Kennt ihr Sleek? Bestimmt. Diese Highlighter-Palette von Sleek habe ich euch auch in meinem letzten Haul vorgestellt. Es ist die Cleopatra's Kiss Palette und gebt euch diese Highlighter. Und zu guter Letzt noch eine Palette, und zwar die Mrs. Bella Palette von BH Cosmetics. Und diese Palette ist einfach richtig geil. Zurzeit schminke ich fast alle meine Alltagslooks für die Arbeit, für die Schule damit. Ich habe richtig angefangen, sie zu lieben. Und bald kommt ja auch eine neue YouTuber-Palette raus. Marvie Kwon Palette von Marvin Magnificent. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich wünsche sie mir auf jeden Fall von meinem Freund zu Weihnachten. Und ich wünsche mir auch noch eine andere Palette, die meine Chefin sich letztens bestellt hat. Die mega geil ist. Ich sag nur Huda Beauty. Desert Dust Palette. Kommen wir hier nun zu einigen YouTubern, die ich zurzeit mega gerne schaue. Das ist zum einen die liebe Alicia Marie, aka AllieMX. Und sie ist einfach meine allerlieblingsdeutschsprachige YouTuberin. Sie macht so Hammer-Videos. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ihre ganze Spooktober-Reihe, einfach jedes Video, was sie macht, fesselt mich. Ihre Art fesselt mich. Sie ist so süß und sympathisch. Man kann ja einfach nur zugucken und will mehr von ihr sehen. Und die, wenn ihr die noch nicht kennt, guckt sie euch irgendwann an. Sie ist super cool. Und wie gesagt, meine absolute Lieblings-YouTuberin zurzeit. Im englischsprachigen Raum gibt es noch jemanden, den ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Und zwar Evelina Forsell. Sie ist eine schwedische YouTuberin, hat die Nix Nordic Face Awards dieses Jahr gewonnen. Ellie hat letztes Jahr die Nix Face Awards Germany gewonnen. Ihr merkt, sie hat es einfach auch echt verdient. Ich meine, sie ist mega, ihre Videos sind einfach mega. Und sie fesselt mich genauso. Und sie ist einfach so cool. Ich will einfach immer mehr von ihr sehen. Ich meine, sie hat sich ihre Haare mit Gewürzen gefärbt. Wie cool ist das? Und noch eine YouTuberin, die ich durch Melina kennengelernt habe. Weil Melina, ja, also die YouTuberin Melina, ist ja nach Island gezogen von einer ganzen Weile und da hatte sie anfangs Videos mit einer gewissen Sorrel gemacht. Boah, die Frau haut Videos raus. Sie reist derzeit für Third Home durch die Welt und sie bekommt es quasi bezahlt, dass sie richtig viele Länder bereist. Sie ist einfach eine so geniale Travel-Vloggerin. Verlinke ich ebenfalls in der Infobox ihre Videos von Bali, Bahamas, Hawaii, China und wo sie sonst noch überall war. Einfach der Wahnsinn. In Schottland hat sie einfach mal in einem Schloss gewohnt. Und zu guter Letzt, at last but not least, Filme. Ja, dieses Jahr war ich, also ich gehe echt nicht oft ins Kino, aber dieses Jahr war ich mal im Kino zu Alex' Geburtstag. Und da haben wir uns entschieden, den neuen Film S zu gucken. Ich habe weder den alten Film gesehen, noch das Buch gelesen. Und ich habe mir ehrlich gesagt Ausschnitte aus dem alten Film angeguckt und ich fand es lächerlich. Also ich fand es mehr zum Lachen und zum Fremdschämen als zum Gruseln. Und außerdem hatte ich auch so Vorurteile, oh ja, ein Clown ist ja Klischee hoch 10. Als ob das gruselig ist. Aber Bill Skarsgård hat diesen Clown einfach so in Szene gesetzt. Und allgemein diese Atmosphäre in dem Film, Wahnsinn. Wahnsinn. Übrigens, dieser eine Junge da mit der Brille, der immer diese Sprüche gerissen hat, ist ja auch Hauptdarsteller bei Stranger Things. Passt irgendwie mega gut zusammen. Und dann natürlich noch ein weiterer Film. Es ist nicht direkt ein Film, es ist ein Kurzfilm. Und zwar Einfach normal, wo ich eine der Hauptrollen gespielt habe, der von dem Regisseur Jonas Jukeland, also von meinem Kumpel quasi, produziert wurde. Heute, an dem dieses Video rauskommt, ist die Visionale in Leipzig. Da werden wir natürlich anwesend sein. Und unser Film wird dort auf großer Leinwand laufen im Schauspielhaus in Leipzig. Vielleicht gewinnen wir was, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, weil ich bestimmt durch den Abend ein bisschen filmen werde. Und auf jeden Fall abonniert auch, wenn ihr von der Visionale nichts verpassen wollt. Denn da drehe ich heute, wenn das Video rauskommt, wenn wir da sind, auch einen Vlog. Und der wird dann nächste Woche Sonntag um 10 Uhr online kommen, also auf keinen Fall verpassen. Drückt noch schnell auf die Glocke, um
Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann könnt ihr es auf keinen Fall verpassen. Und genau, dann war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin, bye.